Hallo, liebe Zuschauer. Ja, was ihr da hinter mir seht, das sind die letzten Vorbereitungen, die wir getroffen haben für unsere große Goodbye Deutschland Party. Der Sender hat ja diese Party auch gesponsert, zumindest mit dem Essen. Die Getränke bringen die Leute alle mit. Dass der Einzelne eben halt seine Getränke mitbringt. Man weiß ja nicht, wer Whisky trinkt oder teure Sorten oder nur einfaches Bier. Und nachher bekommen wir von meiner alten Vermieterin, der Sirivan, das Essen gebracht. Da hinten haben wir auch noch draußen einen Tisch. Da hatten wir ja gestern unsere Filmaufnahmen. Gestern sind die ersten Filmaufnahmen gemacht worden hier. Und wir haben ein fantastisches Wetter. Wir haben heute so ja 50 Kilometer Sicht. Da ganz, ganz hinten, da sieht man ganz gut von hier aus Koh Tao ist und die kleine Nachbarinsel, die ja sehr bekannt ist. Und auch der Marienpark ist da hinten schön zu sehen. Und wenn die heute Abend um 6 Uhr kommen, dann ist 6.40 Uhr ist Sonnenuntergang. Dann gehen also da hinten zwischen den Inseln, geht da die Sonne unter. Ja, und unser Haus ist auch picobello, muss ich sagen. Ich bin stolz drauf. Pitti ist noch oben dran, Essen fertig zu machen, Isan-Essen. Ja, Isan-Essen ist was ganz Spezielles. Nicht nur von der Schärfe her, sondern auch von der Geschmacksrichtung. Da gehen wir jetzt mal nach oben. Ups. Und dann zeige ich euch mal, was die da gerne essen. Also vom Optischen ist das nichts für uns. Unser kleiner Hund, der freut sich auch schon. Er hofft, dass mit ihm gespielt wird. Und dann gehen wir jetzt mal zu Pitti. Dann gucken wir mal da rein im Topf. Ich glaube, sie hat es versteckt. Das sind Hühnerfüße. Das ist eine Delikatesse hier. Wir haben uns so geeinigt, dass Pitti das alleine isst. Optisch möchte ich dann nicht gerne essen. möchte ich dann nicht essen. Und was natürlich nicht vergessen werden darf, ist Papaya-Salat. Auch ganz scharf, mit viel Chili gestampft. Das gehört dazu. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden Zeit, bis die Gäste kommen. Ja, mittlerweile bin ich nicht mehr alleine. Da sind schon einige Gäste gekommen. Ist aber nur ein kleiner Anteil. Ich schätze, so 25 bis 30 Gäste werden heute auftauchen. Ich hatte ja auch in Facebook gepostet, dass Gäste hier von Koh Samui auch kommen können. Und einige haben es dann auch tatsächlich wahrgenommen. Aber das ist jetzt gerade ein kleiner Teil von den Partygästen. Wir warten jetzt auch noch auf das Filmteam, die heute Abend noch Videos machen werden. Die Sirivan hat das gemacht. Oh mein Gott. Und da stehen auch die ganzen Besucher, die wollen jetzt den Sonnenuntergang sehen. Yeah! Und ist die Sonne extra für euch bestellt. Ja, das ist so ein Sonnenuntergang. That looks beautiful. Also, es sieht so aus, als ob wir genug zu essen haben. Da hat die Sirivan tolles Essen zubereitet. Das Filmteam auch. Das sind ja auch die Sponsoren für diese Party. Ihr werdet verpixelt. Wir haben da irgendwie so halbe Fake-Dates sozusagen. Aber die wollen, also ich frag die dann auch immer. Jetzt werden Filmaufnahmen gemacht, nachträglich, wo der Daniel hier zur Party kommt. Da waren wir nämlich da eben ein bisschen zu schnell, da sind die schon hier reinmarschiert und das wird jetzt nochmal nachträglich gemacht. Das aktive Filmteam ist also aus Bangkok und links, das ist der Goldi, der ist aus Deutschland und der führt also hierzu die Regie. Ja.
Der Daniel hat seine Tochter mitgebracht und auch gleich noch eine Freundin, damit die also heute nicht alleine hier ist. Also wir haben volles Haus. Hier seht ihr das wunderbare Essen, was vom Sender, nein, nicht vom Sender, von der Produktionsfirma gespendet wurde. I don't know if Florence told you a little bit. We are filming for Vox. It's a transmission which is about Germans who live somewhere else, in our case in Koh Samui. And yeah, we have a special focus okay. On Goodbye, Deutschland! Wo? Da müssen wir mal Applaus geben. Yeah! Alle, oder? Wo gibt's das zu kaufen? Sag ich dir. Das gehört ja, finde ich, immer bei einer Party dazu. Und hier in Thailand gibt es gewisse Orte, wo man sowas kaufen kann. In Bangkok gibt es ein Geschäft. Also, wenn du da mal sowas brauchst, kein Problem. Solange du hier in Thailand niemanden auf die Füße trittst, klappt alles. Ja, liebe Zuschauer, ich muss sagen, und auch meine Gäste sagten, es war ein gelungener Abend. Sehr viele interessante Gespräche konnten wir führen, vor allen Dingen mit dem Filmteam. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Regisseur von der Filmgesellschaft unterhalten. Er meinte auch, aus den Materialien, die sie bis jetzt also haben, kann man mir also nichts Negatives irgendwie rausdrehen. Ich bin so vor der Kamera gewesen, wie auch hier vor meinen Filmen in YouTube. Also ich brauchte mir da keine Gedanken zu machen. Was ich sehr toll fand, dass es immer wieder hörte ich authentisch. Es muss authentisch sein. Und das ist, widerspricht ja vielen, die so negativ darüber geredet haben, dass alles getrickst ist und so. Okay, wenn man eine Filmaufnahme nachdrehen muss, wie zum Beispiel der Daniel, dass der nochmal reinkommt, weil man das vergessen hat, beziehungsweise war zu schnell mit den Kindern hier drin. Das ist eben halt so, dass man solche Szenen denn nachdreht. Aber ansonsten, muss ich sagen, hat es sehr viel Spaß gemacht. Morgen haben wir zum Beispiel eine Tour zu der Großfamilie, ja, da will der Sender dann also auch, ich hoffe, dass das auch drin kommt, zeigen, was die Farangs, nicht nur ich, hier auf dieser Insel geleistet haben, mit Hilfsaktionen in den 2,5 Jahren der Pandemie. Da ist nämlich viel geholfen worden hier auf der Insel von allen Nationalitäten, kann man sagen, nicht nur von den Deutschen. So, wir sehen uns beim nächsten Film. Ich bin selber ja, neugierig, was da auf mich zukommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.